So, eine neue Folge von Dying Light. Ich bin diesmal wieder in einem Chemiedepot abgesetzt worden, weil ich das hier noch eingestellt hatte, anscheinend. Ja, ich werde heute nochmal die Aufgabe mit der Dahlia fertig machen, nachdem wir das letzte Mal zwei Quarantänezonen gemacht haben. Das hat sich jetzt erledigt, weil wir eh keine Punkte mehr brauchen. Ich habe ja jetzt den höchsten Level erreicht, den es zu erreichen möglich ist im Spiel, im Überlebensbaum. So, wenn ich schon mal hier bin, dann kann ich wenigstens noch die Autos mitnehmen, ne? Hey, super. Gleich 4 Medikits. Das ist ja richtig Luxus. Ja, nehmen wir den Polizeiwagen auch noch mit. Es ist wieder tricky heute. Ja, Mann, du kommst schon. Manchmal ist der Wurm drin. Polizeigewehr und ein Ritter, jawohl. Endlich mal ein Waffenmod. So, die Quarantänezone brauchen wir nicht mehr. Jetzt weiß ich gar nicht. Ob ich den schon ausprobiert habe, ich meine schon, ne? Ich meine, zuletzt hätte ich ich glaube, ich kriege Besuch. Ja. Gehen wir uns mal schnell weg. Ja, ich weiß es jetzt nicht mehr genau, ob ich noch ein... Dahlias Pilztrank, Nierentrank und den Lebertrank. Ich glaube, den habe ich noch gar nicht ausprobiert. Oder vielleicht doch, weil hier habe ich nur den Nierentrank. Ich werde den einfach mal ausprobieren. Dann weiß ich es. Da ist schon wieder ein... mein Freund. Ich muss mich erstmal kümmern. Wenn es keine Probleme gibt, ich werde jetzt mal da hochgehen.
damit ich einigermaßen sicher bin, wenn ich das ausprobiere. Ja, so sicher bin ich nicht. Da ist schon wieder einer am Anfang. Und noch einer. Ein Onkel kommt selten allein, ne? So, jetzt habe ich hoffentlich Ruhe. Dann gucken wir mal, was der diesmal mit mir macht. Gut. Gar nicht gut. Oh oh. Nein, das ist wirklich nicht gut. Also stellt euch mal vor, wenn ich jetzt angegriffen werden würde. Ah, wieder normal. Ich gebe ihr noch eine Chance. So. Dahlia, das war's noch nicht. Dann wollen wir mal zu ihr gehen und uns beschweren. So. Durchgehen, das ist prima. Zombies dazu. Was? Du gehst schon? Hat es dir bei uns nicht gefallen? Ah!
auf. Du willst noch mehr? Dafür wirst du mir büßen. Einer abgehauen. Wenn ja, dann ist es zu spät, dann kann ich es nicht mehr ändern. So. Mal reingucken. Scheiße. Dann lassen wir's. Dann lassen wir's. Dann gehen wir lieber runter zu Talia. Sag ich mal her. Ich habe doch einen Levelaufstieg gehabt. Warum kriege ich denn jetzt so schlechte Waffen? Von allen Läden in Haran hat meiner noch die am wenigsten beschissene Auswahl. Der Baseballschläger, der wäre nicht schlecht, ne? MP mit gravierten Lauf. Ah, ne, lassen wir mal. Bei mir gibt's Qualität zum fairen Preis. Auch weg, jo. So, dann gehen wir mal zu Talia. Kaum wünsche ich deine Gegenwart, bist du auch schon hier. Perfekt. Talia, die Tränke erfüllen ihren Zweck, aber ich brauche einen ohne Nebenwirkungen. Den sollst du haben. Doch wie schnell du dich angepasst hast. Das ist nur möglich, weil du gebissen worden bist. Du hast mehr von ihnen in dir, als du vermutest. Ich habe es unter Kontrolle. Antizin. Was für ein lächerliches Mittelchen. Sag mir einfach, was ich dir bringen soll. Mein Wunsch wird dein Gedanke. Du hast keine Macht über mich. Nein, natürlich nicht. Ich bin nur eine törichte alte Frau. Doch sag mir, was ist es, das ich benötige? Das ist nicht schwer zu erraten. Deine Elixiere wirken auf die zerebrale Musterwahrnehmung der Untoten. Folglich benötigst du ein Gehirn. Am besten natürlich von einem der mächtigeren Exemplare. Geschafft. Von einem Flüchter. Und du hast das einfach so erraten? Na, dann werde ich dich in dem Glauben lassen. Geh schon, komm zurück, wenn du hast, was ich brauche. Aha. Bewegung ist gut fürs Hirn.
Gewebe eines Flüchters abgeben. Ach, ich habe ja schon einen dabei. Das Hirn eines Flüchters. Großartig. Nimm den Trank. Es ist das stärkste Elixier, das ich für dich herstellen kann. Sie haben gelernt, Tarntrank herzustellen. Ah ja. Da brauchte ich mich ja noch nicht mal auf die Suche nach einem Flüchter machen. Ich hatte ja letztens noch einen zur Strecke gebracht. Wir sitzen hier fest. Wollte ich eigentlich für Waffenmod-Zwecke benutzen, aber gut. Ich kann mir ja einen neuen holen, trotzdem. Wessen Flugzeuge sind das eigentlich? Die der Regierung? Ich weiß, dass Nacht ist. Wir müssen zu dieser. Da hinten ist der Flüchter. Direkt daneben ist aber auch ein Schattenjäger. Kommt einer. Und weg ist er. Hat ein bisschen gedampft. Bewegt sich da nicht weg, ne? Ich kann ja mal gucken, ob ich ihn da weglocken kann. Der
ist in dem Haus drin. Alles klar, ja, dann kann er mir ja gar nicht gefährlich werden. In dem Haus drin. Ich fasse es nicht. So habe ich nicht verteilt. Ach, ich habe schon eine Legendstufe erreicht. Aha. Das nehmen wir mal. Hier kann man also einiges an den Fähigkeiten noch verbessern. Schaden in allen möglichen Varianten. Dann die Heilung. Sehr wichtig. Ausdauer. Man kann, was auch gut ist, tatsächlich die Werte noch mal neu vergeben, falls man nicht zufrieden ist mit der Skillung. Ich habe meinen Wurfhaken nicht. Wie kommt das denn? Moment, da gehe ich nochmal lieber vorsichtshalber hier rein. Wieso habe ich denn... Ach jo, ich habe ja meinen Tarntrank jetzt, ne? Da drin. Aber wo zum Teufel ist mein Wurfhaken? Wurfhaken ist weg. Moment. Ich glaube, das können wir korrigieren. Da, indem wir den uns aus der Tasche wiederholen. Ohne Wurfhaken, das geht ja gar nicht. Ja, ist die Frage, ich würde den Tarntrank ja gerne mal ausprobieren, aber sollte ich das jetzt nachts machen? Ich weiß nicht. Da ist der Tarntrank. Also dafür brauche ich auch wieder das Gewebe eines Flüchters, wenn ich den benutzen will.
die gemeine Pflanze. Sagen, ich gehe mal zum Turm noch als letztes. Das ist ja nicht weit weg. So, wir sind im Turm. Muss vorsichtig sein. Schild braucht man nicht, das haben wir schon. Ich kann sie hören. Ein Wiesbaden. Hey, ich hätte da ein Schnäppchen für dich. Was hat die MP für Vorteile? Du wirst nirgends etwas Besseres finden. Ich werde sie mal einfach mal kaufen. Moment, ich muss einiges abgeben. Das. Das. Du wirst nirgends etwas Besseres finden. Ist immerhin eine Orange, ne? Ich nehme an, das wird eine... Du wirst nirgends etwas Besseres finden. Das wird eine bessere Version von dem Militärgewehr sein, schätze ich mal. Du findest in ganz Harran keine besseren Angebote. So, dann gehe ich nochmal zu dem Kollegen auf der ersten 19. Etage. In nur 3 Tagen hochgezogen. Hast du schon vergessen?
Troy wusste sofort, auf welches Museum sich Rais Botschaft bezog. Ich habe nicht verteilte Fähigkeitspunkte schon wieder? Hä? Geht aber schnell. Ja, damit haben die Medikits wahrscheinlich eine höhere Effizienz, ne? Ah, ich werde mal hier noch einen Punkt draufsetzen. So. Es muss einen Weg nach draußen geben. Brechstange, sowas gab es ja schon lange nicht mehr. Schnelle Entscheidung, was? Alles im grünen Bereich? Ja. Meine Preise sind mehr als fair. Ja, dann hoffe ich mal, dass ich hier auch mal eine vernünftige, Waffe bekomme. Moment. Da gibt es ein Ausrufezeichen, sehe ich gerade. Eine Etage höher. Ah, ich kann mir denken, was das ist. Der Junge ist im Turm angekommen, den wir gerettet haben. Danke, dass du meinen Sohn gerettet hast. Für seinen Vater konnte ich leider nichts tun. Ich auch nicht. Er war ein Dickkopf. Kein schlechter Kerl. Aber es musste immer nach seinem Kopf gehen. Männer seines Schlags gibt es leider viel zu viele. Der Wut wollte, dass Sammy die bekommt. Kannst du ihm sagen, dass sie von seinem Vater ist? Du hast ein gutes Herz, Crane. Ich danke dir. Viel Glück, Selma. Ja, haben wir ein gutes Werk getan, ne? So, ich sehe gerade, ich mache mir mal noch ein paar Medikits. Die sind auch wieder ziemlich gesunken. Erstmal. Na gut, dann werde ich aber als letztes noch den Tarntrank ausprobieren. Wenn wir uns dafür jetzt schon noch die. Ach so, wir sind hier im 20. Stock. Troy wusste sofort, auf welches Museum sich Rais Botschaft bezog. Ursprünglich.
So. Was würde ich nicht dafür tun, um aus Harran wegzukommen? Ja, dann brauchen wir auch gar nicht mehr schlafen gehen. Die Nacht. Hey, ich hätte da ein Schnäppchen für dich. Dann brauchen wir auch gar nicht mehr schlafen gehen. Du findest in ganz Harran keine besseren Angebote. Von den Tarntränken habe ich 6 Stück. Tja, was mache ich mit den Waffen? Du findest in ganz Harran genau, keine besseren Angebote. Du findest in ganz Harran keine besseren Angebote. Ja, ich behalte sie alle mal drin. Du wirst nirgends etwas Besseres finden. Können uns hier gleich mal angucken. Die Situation verschlechtert sich zusehends. Mal den Tarntrank. Diesmal werde ich den auf jeden Fall mal in der Nähe von Zombies ausprobieren. Alle guten Dinge sind 4. Alle guten Dinge sind 4, ja. Mal gucken, wie lange er wirkt. Sehr gut. Dieser Trank wird mir eine große Hilfe sein. Ah, er wirkt aber nicht allzu lange. So, wir gehen wieder in den Turm zurück. Also ich habe den Eindruck, dass er nicht so lange hält wie die normale Tarnung. Was machst du hier? Natürlich nach Hörmann zum anderen Kurs. Habe ich dem Winzens geholfen, dass er nicht abgeschlachtet wird? Schließlich habe ich die ja angezogen. Wo ist er denn jetzt hin? Da. Ja, ich habe jetzt keine Lust mehr, dich zum Angeln zu begleiten. Ich gehe jetzt noch schnell zur Altstadt rüber, weil hier sind wir jetzt definitiv fertig.
dann geht's dann auch demnächst weiter mit der Hauptquest, mit dem Museum. Troy wusste sofort, auf welches Museum sich Rais Botschaft bezog. Ursprünglich als Festung konzipiert, dient es jetzt in Sektor 0 als Rais Hauptquartier. Ich muss mir Zugang verschaffen, bevor Jade gefoltert wird. Oder noch Schlimmeres. Ja, das heißt, wir gehen in die Höhle des Löwen beim nächsten Mal. Brauchst du was Neues? Und guck ich mal, was du so hast. Eine Bumerangklinge. Das klingt eigentlich nicht schlecht, ne? 1379. Schwere Entscheidung, was? Ja, die nehmen wir mal. Gucken wir mal, wie hoch wir die kriegen im Schaden. Du wirst nirgends etwas Besseres finden. ...1823 hat sie schon, ohne Mods. Ja, du wirst nirgends etwas Besseres finden. Das wird keine... das wird eine gute Waffe, auf jeden Fall. Das wird auf jeden Fall eine gute Waffe. Hätte schwören können, dass ich den Klicker letztes Mal nicht verbraucht habe. Aber er ist anscheinend nicht mehr da. Du wirst nirgends etwas Besseres finden. Den ruhig noch rein, den Champion. Da machen wir jetzt mal eine richtig, schnelle Entscheidung, wa? Richtig gute Waffe draus. So, einmal will ich auf jeden Fall das Handling noch verbessern. Du wirst nirgends etwas Besseres finden. Da kommt der Pitfighter in Frage. Der hat nochmal Schaden und Handling. So. 2279 Schaden. Das kann sich doch sehen lassen. Du wirst nirgends etwas Besseres finden. Das ist um einiges mehr als bei den anderen Waffen. Auch nur 93 Handling. Du wirst nirgends etwas Besseres finden. Ja. Ich behalte mal die Machete. Schwere Entscheidung, was? Als Wackel werde ich mal wegtun. Die brauche ich sowieso nie. Du wirst nirgends etwas Besseres finden. Ja gut, dann sind wir eigentlich gut ausgestattet.
Du wirst nirgends etwas Besseres finden. Die Boomerang-Klinge werden wir auf jeden Fall eine ganze Weile was von haben. Das ist ja eine orangene. Du wirst nirgends etwas Besseres finden. Richtig gute Waffenmods haben wir nicht mehr. Aber da können wir durchaus auch noch eine zweite Waffe mit hochkriegen, so ist es nicht. Schwere Entscheidung, aber ich muss jetzt auch erstmal wieder Geld sammeln, weil das hat jetzt ganz schön gekostet, was ich gekauft habe. So, wir sind wieder in der Altstadt, ne? Mit diesem Blick auf die Altstadt sage ich dann mal bis zur nächsten Folge. Gehabt euch wohl und tschüss!